Herzlich willkommen bei diesem Fallout 4 Let's Play mit meiner Wenigkeit Kopfnuss. Ja, das ist die zweite Folge. Ich war aber in der Zwischenzeit ein bisschen Ressourcen sammeln. Das heißt, ich habe ein bisschen Beute gemacht und habe mir dann hier schon mal die erste Hütte ein bisschen eingerichtet. Also hier musste man eigentlich nur die Stühle aufstellen und dann sieht das hier schon wieder ganz ordentlich aus. Und ein Regal habe ich mir hingestellt, wo ich versucht habe, ein paar Gegenstände, die ich gesammelt habe, reinzustellen. Das hat nicht so gut geklappt, deswegen liegt da jetzt noch nur ein Geldbündel drin. Der Globus steht auf dem Tisch. Ja, das wollen wir hier auf jeden Fall noch ausbauen. Aber bis es soweit ist, müssen wir noch eine Mission erfüllen. Wir müssen in eine Stadt gehen, das werde ich jetzt tun. Vorher lege ich mir noch eine Rüstung an. Die habe ich auch schon geplündert. So, das nehmen wir uns hier aus der roten Kiste raus. Und können das jetzt mal hier anziehen. Das ist so eine Lederrüstung. Unten an den Armen. Unten an den Beinen und an den Armen. Ein Armeehelm habe ich auch schon. Und ein Halstuch. Schauen wir uns das mal an, wie das aussieht. So sieht das aus. Ja. Gut. Da sind wir ein bisschen geschützt. Das ist aber auch etwas schwer zu tragen, das Ganze. Das sieht jetzt gar nicht so schwer aus, ist es aber. Das heißt, wir können ein bisschen weniger Sachen sammeln. Wir sollen jetzt als erstes mal zu einer Tankstelle. Die liegt hier auf dem Weg in Richtung der Stadt, wo wir hin müssen. Hier die Tankstelle und da ein Schäferhund, der uns wohlgesonnen ist. Hallo! Hey Kumpel, was machst du denn ganz allein hier draußen? Hast du kein Herrchen mehr, Kumpel? Okay. Lass uns zusammenbleiben. Ja, mein erster Buddy. Schau deinen Hund an und drücke E, um ihm Befehle zu geben. Ach, ich will dich jetzt gar nicht rumkommandieren. Schauen wir erstmal, was hier in der Tankstelle abgeht. Kommst du? Oder muss ich dich doch rumkommandieren? Probieren wir mal. Also, hier lag hier eine Menge rum. Boah, was haben wir denn hier? Alles so Sachen. Das ist alles. Das können wir als. Ja, daraus ziehen wir dann Material für unsere Siedlung. Wir können aus dem Toaster verschiedene Sachen machen. Alles wird verwertet für Baumaterial, um eine Festung aufzubauen. Außer die Munition. Oh, hier liegt aber eine Menge rum. Schön. Hier ist mal ein Terminal. Mal gucken, ob wir hier irgendwas Sinnvolles mitmachen können. Nee, das sieht eher informativ aus. Erzählt eben ein bisschen die Story weiter, nehme ich an. Ja, hier so eine Art Tagebuch, da kann man dann lesen, was los war. Ich denke, man wird auch hier mal nützliche Informationen bekommen, aber jetzt habe ich da keine Zeit und Lust für. Was geht denn da draußen los? Oh, unser Hund wird angegriffen. So Rattendinger, oder was sind das? Maulwürfe. Komm mal her, du. Hast du gut gemacht, hast du schön aufgepasst. Ja, die kann man hier wieder schlachten. Das will ich gar nicht. Wer will denn sowas essen? Ey, da liegt hier schön Erste Hilfe. Stimpak. Damit können wir unsere Gesundheit... Ist ja interessant, die Maulwürfe haben auch manchmal irgendwas im Bauch, scheint so. Hier Kronkorken. Ist ja die Währung von dem Spiel. Also es lohnt sich da mal zu gucken, ob man die plündert. Aber überall gibt es hier was zu sammeln. Da muss ich ja nachher nochmal zurück. Tatsächlich nochmal zurück in die Siedlung und das wegbringen. So. Ja, das finde ich super mit dem Hund.
So ganz alleine ist doch ein bisschen unheimlich. Da hat man doch gerne einen Freund an seiner Seite. Kommst du mit? Wir laufen zurück in die Siedlung. Ja, hier gibt es einiges aufzuräumen. Das werde ich aber erst nach der Mission machen. Alles, was ihr hier seht, was hier rumliegt, kann man abreißen bzw. aufräumen. Und dann macht das auch richtig Spaß, sich hier eine Siedlung aufzubauen. So, jetzt bringen wir unseren ganzen Krempel hier zurück in die Werkstatt. Sonst können wir nachher nichts mehr mitnehmen. Also, gesamten Schrott lagern, drücken wir auf T. Und das war's auch schon. So, hier waren wir doch schon. Der Spritpreis hat sich gar nicht verändert. Nicht so wie bei uns, wenn man einmal um die Ecke fährt, dann kostet der Sprit auf einmal ein paar Cent mehr oder weniger. Meistens mehr. Moskito. Ja, aber ich kenne ja hier einen neuen Trick. In den Zeitlupe-Modus. Hier wird das Spiel schön strategisch, das gefällt mir gut. Mit Aktionspunkten, das hat aber nichts gemacht. Jetzt werde ich mit so einem Mega-Rüssel hier gepiekst. Widerliche Dinger. Bäh. Wo ist der andere? So. Ja, wie ihr seht, ich habe hier 300 Schuss. Das habe ich mühsam zusammengesucht. Da habe ich keinen Cheat benutzt oder sowas. Ich verderbe mir doch nicht selber den Spielspaß. Blutkäferfleisch. Ich nehme es mal mit. Ich weiß noch nicht genau, was man mit den ganzen Sachen alles anfangen kann. Kann sein, dass man daraus eine Blutkonserve machen kann oder irgend sowas Ekliges. Wo müssen wir denn hin? Vielleicht sollten wir ein bisschen auf der Hauptstraße bleiben. Ich höre Schüsse in der Entfernung. Aber ordentlich. Was haben wir denn hier? Hund hat einen Gegner entdeckt. Greift er den auch an? Ja, die Pistole ist auf der langen Distanz kacke hier. Ich habe jetzt keine Lust umzuwechseln. Ich habe hier auch so viel Schuss für. Hoffentlich schickt er keine Granate. Der ist hinüber. Ja, da steht Gefahr. Ich weiß, wir sind in Gefahr. So, im Vorbeigehen wenigstens hier mal ein bisschen die Munition mitnehmen. Da wird hier das Stadtzentrum belagert, das sehe ich. Die werfen da sich gegenseitig Oh, jetzt brauche ich aber echt mal ein Gewehr. Die werfen sich da Granaten. Was habe ich denn hier schon alles? Noch eröffnet keiner das Feuer auf mich. Die sind so abgelenkt, die merken gar nicht, dass ich ihnen in den Rücken schieße. Ja, dann eben nicht. Oh, jetzt hat er es gemerkt. Ah. Ja, die ist nicht sehr schnell schüssig, die Knarre. Die war eher was für die Distanz. Die lädt auch lange nach. So. Hartnäckig. Der versteckt sich doch da. Man sieht ihn kaum. So. Ja. Bei dem Spiel kann man so ein bisschen schummeln, indem man die Ansicht wechselt. Man kann ja auch so spielen, nur dann ist er nicht so präzise mit dem Zielen hier, Kimme und Korn. Deswegen mache ich bei solchen Szenen lieber so, dann habe ich einen kleinen grünen Punkt, mit dem ich dann ganz präzise zielen kann, wie mit einem Scharfschützengewehr. Natürlich ohne Zoom-Funktion. Hier haben wir noch ein paar Munition, sehr schön. So. Stimpak nehmen wir auch mit. Die Pistolen und so weiter, das lasse ich jetzt erstmal alles liegen.
wie gesagt, im 0, nichts habe ich zu viel Sachen gesammelt und kann mich nicht mehr vom Fleck wegbewegen. Habe ich mich gerade erschrocken. Steht da so ein Idiot mit hier eine Schaufensterpuppe mit Schraubenzieher noch so bedrohlich. Kann man noch nicht mal umschießen? Doch, ich bin nur zu blöd dafür. Okay. Molotow-Cocktail. Hey, oben, auf dem Ja, Balkon. ja ich. Hier drin ist eine Gruppe Siedler. Die Raider sind schon fast durch die Tür. Schnapp dir die Lasermuskete und hilf uns, bitte. Ja, okay. Welche Lasermuskete? Ja, ist auch egal, was ich für eine Waffe nehme, oder? Muss ja nicht Laser sein. Ich habe aber hier schon so eine. Mal schauen, ob die sich eignet fürs Museum der Freiheit. Da oben steht schon der Erste. Du kriegst jetzt erstmal einen schönen Kopfschuss. Ja. Ey. Ach, komm schon. Du zögerst es nur hinaus. Oh. Zack, Alter, fliegt der Kopf runter. Schaut da nicht so hin. Ah, ist ja furchtbar. Ich wollte ihn gar nicht die Rübe wegschießen. Bis jetzt hat er mir ja nichts getan gehabt. Ich betrete halt das Gebäude. Noch irgendeiner ohne Fahrschein? Da ist nichts mehr, hat jemand gesagt. Wer war das denn? Hier abgeschlossen. Ja, was? Was denkst du denn? Natürlich ist das abgeschlossen. Hallo, wie geht's hier weiter? Er ist ja makaber. Ich kann auch seinen Kopf anvisieren und dann alles wegsammeln, was eigentlich der Körper haben müsste. Ist ja ein bisschen eigenartig. Hier auch Kopf. Ja, jetzt will er nicht. Vorführeffekt. Gerade ist er aber aufgeblitzt. Hier, Kopf und dann Patronen einsammeln. Ist nicht wahr, oder? Ist das euer Ernst? Hat er die Patronen im Mund oder was? Egal. Wo ist mein Hund? Komm, ich fürchte mich. Mal gucken, ob ich denen einen Befehl gebe. Geh da mal hin. Na los. Geh dorthin. Ja, du hörst ja super. Wie geht's dir, Kumpel? Tricks machen. Hast du irgendwelche Tricks drauf? Ja, du solltest mal lieber einen Feind suchen. Ach, sowas meine ich doch nicht. Naja, gut. Der falsche Ort für solche Spielereien. Oh, ich erschrecke mich immer wegen diesen blöden Puppen hier. Und ich glaube, das ist auch beabsichtigt. Und plötzlich ist es dann keine Puppe mehr und dann stehen sie vor mir. Nachladen brauche ich nicht. Okay. Da ist nämlich eine. Laserpatronen sind das hier. Laserpistolen. Und trotzdem kann ich noch plündern. Auch lustig. Ja, die haben die üblichen paar Schuss Munition, für die ich mich interessiere. Aber was ich sonst so da lese zum Plündern, ist alles so ein bisschen langweilig. Das hört sich immer super an, aber eigentlich ist das nicht so gut, was sie dabei haben. Was haben wir hier noch? Springmesser. Okay, dann gehen wir mal ein bisschen leiser vorwärts. Ich weiß gerade gar nicht, in welche Himmelsrichtung wir müssen. Ich sag's dir, Mann. Lass uns verdammt nochmal verschwinden. Sonst werden wir noch erschossen. Sei nicht so ein Weichei. Erstmal ein Molotow-Cocktail doof geworfen. Ziemlich blöd habe ich den geworfen. Der hat ja viel gebracht. Doch, der brennt. Ey, da schreit schon wieder einer. Ey, das hat richtig was gebracht. Die zwei, die sind auf jeden Fall in Brand geraten. Na, musst du mir da vor die Flinte rennen. So, der hat direkt einen neuen Molotow-Cocktail. Sehr gut. So, dann nehme ich mir... Oh, hier, fette Beute. Ja, die Pistolen, die kriegst du an jeder Ecke. Wir picken uns hier die Rosinen raus. Jedenfalls am Anfang. Man kann ja immer wiederkommen und nochmal neu plündern, wenn man was braucht. Es bleibt auch so einigermaßen liegen, habe ich den Eindruck. Verschwindet dann nicht sofort überall.
Tür öffnen. Guten Tag. Ist hier jemand? Ich kündige mich mal an. Nee, kommt keiner. Ja, speichern, Leute. Immer mal zwischenspeichern. Ich ziehe jedem einzelnen von euch die Haut ab. Komm schon. Die gehen nirgendwo hin. Wir müssen uns am anderen machen. Ah, wer mit Feuer spielt, brennt irgendwann selber. Das ist klar. Schon wieder. Ich bin zu blöd dafür. Ja, Granaten gehen besser. Ja, Molotow-Cocktail in geschlossenen Räumen. Ist bald alles vorbei. Der ist... Ich, seht ihr das? Und deswegen soll... Finde die festsitzenden Siedler. Ja, jetzt... Muss ich aber mal hier tanken. Was haben wir denn hier? Blutkäferfleisch. Ja, den haben wir doch gerade geschlachtet. Der ist ein bisschen radioaktiv. Sichtbar bei uns am roten Balken in der Gesundheit. Ja, egal, da müssen wir durch. Dann hat sich das Viech... warum läuft der jetzt so doof? Ich bin verletzt, ich bin verkrüppelt. Guck mal oben, die Figur. Ich muss einen Stimpack nehmen, dann geht das ein bisschen weg, glaube ich. Ja, in dem Spiel kann man verkrüppeln und verkrüppelt werden. So richtig das Bein wegschießen geht sogar. Dumm. Guckt mich so eine Fratze an. Habe ich mal nachgeladen? Was hast du dabei? Nichts Besonderes. Der andere liegt hier. Ja, das Feuer, das bringt schon ein bisschen was. Die rennen da so doof durch. Da liegt noch was Interessantes. Wo sind die anderen? Vielleicht waren das ja die letzten Riders. Okay. Da brauchen wir wohl hier keinen mehr umlegen. Zumindest die Seite ist sicher. Wie kommen... Da... Das ist wohl ein Freund, oder? Wenn der nicht reagiert. Mann, ich weiß nicht, wer du bist, aber dein Hallo. Timing ist perfekt. Preston Garvey von den Minutemen des Commonwealth. Nein, das ist es nicht. Die Minutemans. Minutemen? Reise ich jetzt etwa zurück in der Zeit? Die Menschen innerhalb einer Minute zu beschützen. Das war die Idee. Also habe ich mich ihnen angeschlossen, um was zu bewegen. Aber alles fiel auseinander. Jetzt bin ich anscheinend der letzte noch lebende Minuteman. Nee. Wer sind diese Leute? Leute, die nach einem neuen Zuhause suchen. Einem Neuanfang. Ich bin seit Quincy bei ihnen. Lexington sah eine Zeit lang gut aus. Aber dann haben uns die Ghule vertrieben. Vor einem Monat waren wir 20. Gestern 8. Heute sind wir 5. Nur ich, die Longs, Marcy und June. Und auf der Couch sitzt die alte Mama Murphy. Hey. Und das ist Sturges. Ghule? Was sind Ghule? Wow, du bist wirklich nicht aus der Gegend, was? Ghule sind verstrahlte Menschen. Die meisten sind wie du und ich. Sie sehen heftig aus und leben lang. Aber es sind trotzdem Menschen. Die, von denen ich rede, sind anders. Die Strahlung hat ihre Gehirne verfaulen lassen. Sie wild gemacht. Jawohl. Sie reißen dich in Stücke, sobald sie dich sehen. Der hat so eine richtig schöne, selbstgebastelte Waffe. Der Gegenbeweis. Aber wir haben eine Idee. Eine gute Idee kann einiges bewegen. Sturges, sag sie. Auf dem Dach ist ein abgestürzter Vertibird. Alt, Vorkriegszeit. Hast du vielleicht schon gesehen? Sieht aus, als hätte einer der Passagiere was richtig Tolles zurückgelassen. Eine komplette, unbenutzte T-45 Power-Rüstung fürs Militär. Gefällt mir. Ja, dachte ich's mir doch. Schutz mit einem kleinen Extra.
Mit dem Anzug kannst du die Minigun direkt vom Vertibird reißen. Jawohl, eine Minigun. Die eine Expressfahrkarte in die Hölle. Was meinst du? Ja, das ist eine Minigun. Gute Idee. Das wollte ich hören. Klingt gut, was? Minigun. Es gibt nur einen Haken. Der Anzug hat keinen Saft. Wahrscheinlich schon seit 100 Jahren. Er kann mit Energie versorgt werden. Aber wir stecken fest. Hm. Ich helfe gerne, wenn ich kann. Du brauchst einen alten Vorkriegs-FK. Einen Standard-Fusionskern. Eine hochwertige, langlebige Atombatterie. Wurde damals vom Militär und einigen Firmen verwendet. Und aber wir wissen, kommen wo man nicht eine findet. Das Ding ran. Es ist im Keller, weggesperrt hinter einem Sicherheitstor. Also, ich repariere Sachen, bastel rum. Das Umgehen von Sicherheitsmaßnahmen ist nicht mein Metier. Du könntest es probieren. Ich habe mir den Fusionskern schon geholt. Wie bitte? Losgehen. Weiß ich gar nicht von. Okay. Habe ich den schon geholt? Doch mal halt. Ist mir gar nicht in die Powerrüstung und schnapp aufgefallen. Dir die Minigun. Dann sehen die Raider, dass sie sich mit den Falschen angelegt haben. Viel Glück. Seit wann habe ich den geholt? Habe ich den eingesteckt, ohne es zu merken? Hier liegen Comics, die sind immer wichtig. Okay, jetzt habe ich hier ein Holoband-Spiel bekommen. Okay, das ist jetzt vielleicht cool, aber nicht so cool, wie ich dachte. Normalerweise kriegt man da auch Erfahrungspunkte und sowas. Also nicht Erfahrungspunkte. Doch, Erfahrungspunkte kann man damit auch bekommen. Hiermit auch. Eine Wahrnehmungswackelpuppe. Jetzt habe ich Wahrnehmung 1 erhöht. Sehr schön. Ja, der hat es ja hinter sich. Dum, dum, dum. So, wie war nochmal der Plan? Ich hole eine Minigun und einen Poweranzug. Ja. Aufs Dach rauf. Ich glaube, hier sieht man schon den Vogel, der da abgeschossen wurde. Wie komme ich denn da hoch? So, ich glaube, wir müssten gar nicht runter und hoch, sondern hier geht's weiter. Das hätten sie mir ja auch sagen können. Oder haben sie es mir gesagt? Habe ich nicht gehört. Okay. Ja, hier waren wir noch nicht. Dann werfen wir noch mal kurz einen Blick hier rein. Nee, da ist nichts zu holen. Hier geht's ja hoch. So. Uah, wer steht denn da? Ah, das ist mein Poweranzug hier. Meine Powerrüstung. Das ist natürlich ein bisschen cool. Mhm. Zack, kommt da der Fusionskern rein. Und jetzt können wir das gute Teil anziehen. Ha, schaut euch das an. Schön gepolstert. Coole Sache. Da weint sogar der Hund. Aber mein Bein und mein linker Arm scheinen schon fast kaputt zu sein. Dann wollen wir mal gucken. Oh, hier von der Innenansicht. Wo ist die Minigun? Hier hängt die. Da sind noch mehr Sachen zu holen. Nehmen wir aber erstmal die Minigun. Da kommt schon einer. Ja, die braucht immer ein bisschen Zeit, bis sie anfängt zu ballern. Benzinkanister. Ah, hier unten geht's los. Ja, die Minigun, das ist so eine Hassliebe. Weil die einzelnen Schüsse, die haben kaum Power. Das macht dann die Masse. Oh, und die überhitzt. Leute, ist ja ganz nett, aber kann ich auch ein anderes Gewehr nehmen? Ich schieße momentan lieber präzise. Und zwar aus der Ansicht. Der hat Arschloch gesagt. Da hinten. Los, ich hab noch was vor. Aha, wenn man sich hinhockt, dann schleicht man und dann hat man doppelten Schaden.
Also man verursacht doppelten Schaden. Dann lohnt sich das Hinhocken, denke ich. Na, wo bist du? Ey! Von wo war das? Links. Links, links. Dahinter. Ah. Ja. Hier höre ich noch eine Stimme. Da. Erwisch, ja, da war ein bisschen Blut. Und der Kollege schießt vom anderen Fenster. Sehr gut. Teamwork. Da kommen immer mehr. Ich wusste es. Da hinten ist schon wieder einer. Ja, egal, hier können wir gut leveln. Das macht alles Erfahrungspunkte. Und ja, dann ballern wir halt mal ein bisschen hier. Wir können auch mal hier so reingehen, in diesen Taktikmodus. Mal einen Schuss abgeben. Leider war da nichts. Ach, hättest du mir den noch gelassen. Da kommen aber noch neue. Ich habe auch ein richtiges Scharfschützengewehr. So ist es nicht. Was ist das denn da hinten? Ja, das ist eine Todeskralle. Und zwar mit Totenkopf. Höchstwahrscheinlich irgendwas besonders Starkes. Ja, da weiß ich gar nicht, ob ich meine Feinde noch abschießen soll. Die helfen mir ja mit dem fiesen Ding. Boah, dem möchte ich aber nicht begegnen. Da bleibe ich doch mal schön hier oben, würde ich sagen. Die Minigun müssen wir mal griffbereit halten. So, dann tun wir uns die auf eine Favoritentaste legen. Auf die 8. So. Ja, ich will jetzt hier nicht alt werden, aber ein bisschen Sniper macht auch Spaß. Soll ich so mutig sein und mit dem schweren Panzer, den ich anhabe, hier aufs Glasdach treten? Oder ist das eine ganz beschissene Idee? Komme ich hier überhaupt hoch? Ja, da ist er. Hast du das gesehen? Mensch, was bist du für ein hässlicher Kerl? Wo hat der seine empfindliche Stelle? In der Schwanzspitze? Nie im Leben. Oder? Wo ist er denn? Wo sind sie hin? Na, ein Meter. Und ich stehe vor ihm. Da sind sie ja. Nur noch 5 Schuss mit dem Scharfschützengewehr. Da ist er. So, gucken wir noch mal hier. Schwanz. Geht nicht. Dann schieße ich manuell in den Schwanz. Ist auch lustig. Das war er aber nicht. Mein Hund! Ich hoffe, der bleibt bei mir und rennt jetzt nicht runter. Ja, wenn wir wüssten, wo der seine schwache, empfindliche Stelle hat. Einfach so verplemper ich meine letzten 5 Schuss Munition. Das gefällt mir nicht. Fall da nicht runter. Ja, Luft anhalten. Ich versuche ihm mal im Mund zu schießen. Der ist so schnell. Jetzt werde ich attackiert. Von wem denn? Oh, wer ist denn das da unten? Jetzt habe ich nicht gesehen. Hat er den bekommen? Ah, ich nehme mal die Minigun und gehe auf Jagd. Auf dass ich das bereue. Ich speichere vorher. Ich werde sie finden. Kann man hier so runter... Oh, nein, kann man nicht. Oder? Hier ist alles sauber. Wo seid ihr denn? Ich habe keine Lust durch das Haus. Oh, das habe ich nicht wirklich getan.
Im Poweranzug geht das. Das ist cool. So, okay, Leute. Hoffentlich ist diese Kreatur nicht mehr hier. Ich ahne Böses. Aber ich will euch auch hier nicht langweilen. Würde ich das Spiel jetzt alleine spielen, würde ich hier ganz vorsichtig vorgehen. Noch vorsichtiger. Aber jetzt biete ich euch ein bisschen Action. Genug Action, ich verpiss mich. Kommt der hier ins Haus rein? Hoffentlich nicht. Hallo, Hund, bist du noch da? Oh, dein Hund ist in Schwierigkeiten. Jetzt lässt er es an meinem Hund aus. Du Arsch, wo bist du? Der hockt da. Dem geht's nicht gut, dem Kleinen. Wo ist diese blöde Todeskralle? Komm her, du Arsch. Boah, das Auto brennt. Ey, das ist eine gute Idee, wenn jetzt die Kralle hier wäre. Ich muss meinen Hund retten. Erstmal aufladen. Das dauert bestimmt bei dem hier ein bisschen. Bei der dicken Minigun. Boah, das Auto. Als hätte das hier... Wow. Sprengstoff geladen oder so. Was ist denn mit dir, Hund? Uh-oh. Ich will auch immer lieb sein. Oh nein. Kann der auch mal ein bisschen schneller rennen? Leute. Wenn ich nichts mehr sage, dann mache ich mir in die Hose. Wegen einer so eine Kralle. Ich denke, da kommen im Laufe des Spiels noch ganz andere Kreaturen oder eine ganz andere Anzahl. Wo ist er denn? Ja, wie doof. Wirklich. Da ist er wieder. Ja. Ey, ich kann den nicht durch ein Fenster bekämpfen. Du mich aber auch nicht. Mann, die Viecher sind gar nicht so dumm, wie man denkt. Der bleibt hier nicht brav vorm Fenster stehen. Mir wäre dumm lieber. Als ich das Spiel gekauft habe auf Steam, da schrieben einige schlechte Kommentare, erzählten von wegen, die Gegner wären sehr dumm. Aber das habe ich bis jetzt überhaupt nicht, kann ich nicht nachvollziehen. Habe ich denn noch Granaten? Das wäre doch mal eine Maßnahme. Nur Molotow-Cocktails. Das wäre... Was ist denn hier los? Was war denn das? Ja, wir müssen konfrontieren. Sonst langweilen wir uns auch alle zu Tode. Ich will mich langweilen. Ich will mich langweilen. Hab ich? Boah, in Flammentod ist er aufgegangen hier. Du Arsch. Endlich ist das Viech kaputt. Hier kann man Todeskrallenfleisch. Ich nehme das mal mit. Vielleicht ist das ein bisschen was Besonderes. Dem Hund geht es schon wieder gut. Mensch, die Dinger hasse ich ja. So viel steht fest.
Mit dem werde ich mich nicht anfreunden. So. Dann stampfen wir mal wieder zurück. Alles gut, Press. Da sind sie unten. Juhu, ich muss die Treppe nicht hoch. Das war wirklich erstaunlich. Ich bin froh, dass du auf unserer Seite bist. Cool. Das beruht auf Gegenseitigkeit, Preston. Man kann nie genug Freunde haben. Nicht im Kampf. Also, als wir uns trafen, hast du etwas über die Minutemen gefragt. Eine Sache solltest du über uns wissen. Wir helfen unseren Freunden. Hier. Für alles, was du getan hast. Danke. Gern geschehen. Jederzeit wieder. Dann komm doch mit uns nach Sanctuary. Wir könnten deine Hilfe brauchen, wenn wir uns dort niederlassen. Okay, Garvey. Ich bin dabei. Oh, wunderbar. Aber du suchst noch mehr, nicht wahr? Ich habe es gesehen. Das Loch in deinem Herzen. Sag es mir bitte. Ich muss es wissen. Du bist ein Mann ohne Zeit. Ohne Hoffnung. Aber nicht alles ist verloren. Ich kann... Dazu muss man sagen, die Energie ich nehme jetzt Sohnes oft spüren. Die untere Antwortmöglichkeit. Das ist so die kürzeste. Sonst gehen die Dialoge viel länger noch. Ich muss meinen Sohn finden. Für die Let's Play-Reihe habe ich mich entschieden, erstmal so knappere Dialoge zu machen. Die sind schon lang genug, denke ich. Ich spüre seine Lebenskraft. Er ist da draußen. Man erfährt natürlich nicht so viele Informationen. Die können auch nützlich sein, ein bisschen länger zu plaudern und den Informationen herauszulocken, wenn man Charisma-Werte hoch hat. Diamond City. Die größte Siedlung in der Gegend. Bitte, Mama Murphy. Ich habe gar keine Spur. Erzähl mir... Bitte, Mama Murphy. Ich bin müde. Wenn du mir später ein paar Camps bringst, wird das dritte Auge vielleicht... Ein paar Camps. Die ist voll auf Droge hier. Mama Murphy, wir haben doch darüber gesprochen. Dieser Mist bringt dich noch um. Sei still, Preston. Irgendwann sterben wir alle. Wir brauchen das dritte Auge. Und unser neuer... Das dritte Auge. Du brauchst Drogen. Also legen wir los. Sanctuary wartet. Also Leute, dank unserer neuen Bekanntschaft hier ist es sicher rauszugehen. Wir machen uns auf zu dem Ort, von dem Mama Murphy erzählt hat. Sanctuary. Es ist nicht weit. Sie hat davon erzählt? Du meinst, sie hatte eine ihrer Visionen? Cool, den Anzug darf ich behalten. Und jetzt sollen wir uns wieder auf so ein sinnloses Unterfangen einlassen, weil Mama Murphy es gesehen hat? Schlimmer als das hier kann es wohl kaum. Entspannt euch alle mal. Wir stecken da alle gemeinsam drin, oder? Also Marcy. Hast du eine bessere Idee, was wir jetzt tun sollen? Irgendjemand? Also gut, Sanctuary. Hoffentlich finden wir dort unsere Zuflucht. Los, June, wir müssen gehen. Okay. Dann mal los. Ich gehe mal vor. Seid ihr endlich da? Ah, da kommen sie. Ich habe gerade mein neues Feriendomizil entdeckt. Deine Vorstellung vom Paradies, was, Sturges? Könnte gutes Zeug drin sein. Aber gehen wir zuerst nach Sanctuary. Ich glaube, es ist nicht mehr weit. Genau, es ist nicht mehr weit. Nur noch die Straße hoch. So, das wäre doch ein schönes Thumbnail hier. Wow, fantastischer Sternenhimmel. So, seid ihr endlich durch? Oh, wo sind sie hin? Jetzt habe ich zu viel geträumt. Schnell. Sind die schon da? Ups. Wie peinlich. Da hinten sind sie. Ich wollte gerade sagen, da sind noch gar nicht hier durchgekommen. Ja, jetzt macht aber mal voran hier. Pass auf, wo du auf der Brücke hintrittst. Alles gut, Preston. Mach keinen Aufstand. Okay, okay. Brauchst nicht gleich sauer zu werden. Auf geht's. Du musst in Richtung Diamond City. Ich?
Oder wen meint die? Home sweet home. Ich bin froh, dass du beschlossen hast, mit uns zu kommen. Ich hätte gleich auf Mama Murphy hören sollen. Sie hat uns ein recht nettes Plätzchen gefunden. Ich glaube, wir könnten uns hier niederlassen. Es zu einem Ort machen, der den Namen Zuhause verdient hat. Was meinst du? Einverstanden. Ich habe ja hier gelebt. Das kann er ruhig wissen. Ich habe hier gewohnt. Vor dem Krieg. Was meinst du damit? Vor welchem Krieg? Willst du sagen? Ich habe hier gelebt. Vor über 200 Jahren. Ich war die meiste Zeit eingefroren oder so. Ich bin erst vor kurzem wieder aufgewacht. Mann, wie einer dieser alten Vorkriegsghule. Du sagst, du warst eingefroren. Hat es sonst noch jemand mit dir rausgeschafft? Nur mein Sohn. Irgendjemand hat ihn entführt, während ich noch festsaß. Seitdem versuche ich, ihn zu finden. Scheiße. Tut mir leid. Ich hoffe, du findest ihn. Lass es mich wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Naja, ich bin froh, dass du hier bist. Und ich möchte dich um noch einen Gefallen bitten. Ich hoffe, das ist okay. Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die Hilfe braucht. Sie hoffen, dass die Minutemen noch irgendwo da draußen sind. Die einzige Möglichkeit, die Minutemen wieder aufzubauen, ist, den Leuten zu zeigen, dass sie sich auf uns verlassen können, wenn sie uns brauchen. Das Problem ist nur, dass ich zu viel zu tun habe. Meinst du, du könntest der Siedlung helfen? Klar, ich helfe gern. Wunderbar. Die Minutemen könnten mehr Leute wie dich gebrauchen. Ach so, und falls du hier irgendwie aushelfen willst, sprich mit Sturges. Ich bin sicher, er ist für jede Unterstützung dankbar. So, das wird unsere nächste Mission sein. Jetzt gehen wir nochmal kurz in die Siedlung rein. Und dann ziehe ich mir hier diesen Anzug aus. Wie Fusionskern entfernt. So ein Mist wie schon mal gesehen? Klar, schon oft. Bist du bereit für etwas Arbeit? Todeskralle, ohne Powerrüstung oder tolle Arbeit? Jetzt gerade nicht. Ich will jetzt erstmal das Teil ausziehen. So, das kommt hier hin. Uah, erstmal raus. Ja, die Mission ist gelaufen. Den Fusionskern, den nehme ich mal weg, sonst klaut mir den noch einer. Da ist sowieso kaum noch Energie drin. So. Habe ich das jetzt gemacht? Ja. Okay. Ja, das war diese Let's Play-Folge. Bevor wir die nächste Mission anfangen, schnell speichern erstmal, würde ich sagen, wir ruhen uns hier erstmal aus. Lassen den Tag ausklingen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaut mir gerne beim nächsten Mal auch über die Schultern. Und dann sage ich tschüss. Bye bye. Und arrivederci.